Weiter geht es heute mit der Feige. Ja, Ficus carica. Das ist eine Pflanze, die haben wir damals zurückgeschnitten, hatten sie dann erst draußen stehen gehabt über den Sommer. Dann kam der Winter, es wurde kalt und das gefiel ihr nicht so, dann habe ich sie reingeholt. Nun ja, dann ist sie ein bisschen gewachsen und im Sommer ist sie jetzt nicht sehr viel gewachsen. Und dieses Phänomen haben wir auch bei allen anderen Ficus, also Feigen in dem Sinne hier, die Pflanzen, die wir davon haben, auch die Sämlinge. Auch die sind im Sommer über so gut wie gar nicht gewachsen, die sind ja im Winter gewachsen und haben dementsprechend dann ja eine kleine Ruhephase eingelegt und befinden sich immer noch im Wachstumsstillstand. Im Klartext, die werden jetzt bald anfangen zu wachsen. Ja, weil wir überwintern sie tatsächlich warm wieder im Haus. Natürlich dementsprechend hell hier im Raum. Keine direkte Zusatzbeleuchtung. Entweder hell am Fenster oder halt im Raum, dass sie ausreichend Licht bekommen. Und nun ja, jetzt... es ist ein Phänomen, also wirklich. Man kann Pflanzen tatsächlich über Winter im Haus halten, sie wachsen und wenn sie dann nach draußen kommen im Frühjahr, dann hören sie auf zu wachsen und machen im Prinzip eine Ruhephase durch. Also keine Winterruhe in dem Sinne, sondern die Pflanzen tanken einfach Kraft im Laufe der Zeit, dann, in der sie in die Ruhephase gehen und dementsprechend fangen sie irgendwann wieder richtig an zu wachsen. Nun ja, den werden wir schneiden. Und zwar möchte ich ihn klein halten, kompakt halten, von daher schneiden wir ihn jetzt zurück. Muss eben gucken, wo damals der Rückschnitt war. Einmal hier, jetzt habe ich einen Austrieb nach hier, ja gut. Dann können wir direkt über dem ersten Blatt abschneiden. Wir lassen ein Blattstück stehen. Moment, ich muss mal gucken, wo ich das hinlege, weil wir haben ja den Milchsaft hier. Ja, da ins Wasser. Ins Wasser, ja, Wasser sowieso, ne, fertig war. Denn dann können wir sie ja wieder vermehren. So, hier haben wir den alten Rückschnitt. Jetzt haben wir das erste Blatt, zweite Blatt. Hier ist ein relativ kurzer Abstand. Von daher schneide ich jetzt über diesem Auge das Ganze ab. Stelle das auch ins Wasser. Ja, und dann müssen wir jetzt noch im unteren Bereich die Äste hier entfernen. Denn das soll kein Busch von unten werden, sondern der soll schon als kleines Bäumchen, Strauch in dem Sinne wachsen. Von daher hole ich das Ganze mal etwas näher ran jetzt hier. So sieht das Ganze jetzt im unteren Bereich aus. Wir sehen also, er hat... Einige sind 1, 2, 3 Triebe ausgebildet. Ich habe sie wachsen lassen, weil da wird hier der untere Bereich dicker. Das könnte später mal spannend aussehen. Von daher habe ich das so gelassen. Ja, die schneiden wir jetzt einfach mal kurz weg hier. Und das Ganze schneiden wir gleich ein wenig nach. Ich muss das jetzt leider andersrum drehen, weil sonst kann ich das hier nicht sehen. Ja, so geht es jetzt auch mit dieser Feige dann dementsprechend weiter. Schnell mal ins Wasser stellen. Dann haben wir ein paar neue Versuche. Da. So, den auch noch eben weg hier. Damit haben wir den unteren Bereich dann jetzt wieder freigeschnitten. Tja, so kann es gehen, nicht wahr? Die Erde hier oben, die lasse ich noch dran. Das wird mit der Zeit irgendwann alles von selber abgehen. Wir hatten ja damals etwas höher gepflanzt, damit ja das Ganze ein bisschen interessanter aussieht später mal. Umtopfen? Braucht man nicht. Der ist Topf noch groß genug, aber trotzdem gucken wir mal eben rein in die ganze Kiste hier. Gucken, ob uns das jetzt so gelingt. Ja, ups. Also, ja, tada. Ja, ist jetzt die Frage, wie gehen wir da weiter vor? Also man müsste ihn tatsächlich umtopfen. Aber ich würde sagen, jetzt über den Winter lassen wir ihn erst noch, solange hier drin ist. Und dann im Frühjahr werden wir ihn auf jeden Fall umtopfen. Aber allerdings keinen größeren Topf, sondern der gleiche Topf. Das heißt im Klartext, wir werden hier einen Wurzelschnitt vornehmen dann und das Ganze neu einpflanzen. Aber jetzt über den Winter, wo er jetzt im Haus drin steht, kann er erstmal etwas wachsen. Von daher lassen wir ihn jetzt erst noch in dem Topf drin und bereiten ihn dann im Frühjahr weiter vor. Wunderwelt der Pflanzen. Wir sehen, wir können also tatsächlich Kaffeepflanzen auch im Haus das ganze Jahr halten. Auch mit dem Ficus geht das übrigens. Gut, wir hatten jetzt im Sommer draußen stehen, weil umso mehr Platz habe ich dann drin. Aber jetzt kommt er wieder rein, weil mir ist es einfach zu riskant, ihn über Winter draußen zu lassen. Und mittlerweile haben wir so komische Kapriolen hier. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. So, ich habe die Stecklinge hier einfach so ins Wasser gestellt. Diesmal habe ich das Wasser aufgedüngt. Ich muss auch kurz nachmessen, wie viel das ist, dass wir das festhalten. Wir sind bei 810 Mikrosiemens. Die Feigenstecklinge, ja, es ist also wirklich soweit, wir können sie jetzt langsam einpflanzen. Der untere Teil hat keine Wurzeln gemacht, im Gegenteil, das Ganze scheint tatsächlich kaputt zu gehen. Aber die Pflanzen selber sind wunderschön grün. Gucken wir uns das Ganze mal an, was denn da so passiert ist. Also, hier kann man sehr schön sehen, dass der untere Teil hier also tatsächlich kaputt ist. Und im oberen Bereich, dort wo die Wassergrenze war im Prinzip, dort ist das Ganze tatsächlich wunderbar bewurzelt. Und das ist also wirklich bei allen drei Stecklingen der Fall hier. Den pflanzen wir heute noch nicht ein, der hat noch zu wenig Wurzeln. Und der hier, ja, den lassen wir auch noch drin, aber auch hier sieht man, oberhalb bilden sich Wurzeln und unterhalb geht das Ganze kaputt. Ja, ein Phänomen ist jetzt halt so passiert, warum, wieso, weshalb, ich weiß es nicht. Nun ja, ist auch nicht ganz so schlimm. Wir sehen auf jeden Fall, dass das Ganze zumindest schon mal funktioniert hat. So, hier haben wir ein bisschen Schimmel dran, sehe ich gerade.
Gerade überlegen, schneiden wir den ab oder nicht? Der, doch, den schneiden wir ab. Moment, die Schere. Also der Teil, der kaputt ist, den schneiden wir jetzt wirklich ab, bis hier unterhalb, wo halt hier die Wurzeln anfangen zu wachsen, damit uns hier im Erdreich nichts schimmelt. Ja, doch, das sieht auch sehr gut aus. Dort ist alles knackig frisch. So, jetzt hatte ich das hier schon mal vorbereitet. Wir nehmen diesmal durchsichtigen Topf. Nun ja, weil ich sehen will, wie das Wurzelwachstum hier voranschreitet, denn bei der Feige habe ich das jetzt bis jetzt noch nicht beobachten können. Von daher machen wir das jetzt einfach mal so vorsichtig aufsetzen auf die Erdoberfläche hier. Erde drumherum. Das Ganze ganz leicht gleich andrücken. Also jetzt nicht zu oft hier drauf rumdrücken, sondern wirklich jetzt ganz leicht und sanft andrücken das Ganze. Und natürlich auch ein bisschen angießen, auch hier nicht zu viel. So, im Wurzelbereich direkt. Und somit haben wir jetzt die Pflanze dann auch weiter vorbereitet. Tja, lass uns überraschen, wie sie sich hier im Haus dann jetzt entwickelt. Stecklinge im Wasser bewurzeln und dort heranziehen. Welchen Zweck könnte das Ganze haben? Na, ganz einfach. Du kannst dir im Winter Stecklinge heranziehen und sie dann versorgen über den Winter im Haus. Und dann kannst du im Frühjahr das Ganze dann tatsächlich in die Erde pflanzen. Und so hast du dann schon eine stark bewurzelte, kräftige Pflanze. Das ist jetzt auch hier der Fall bei der Feige. Die hat man vor kurzem schon mal eine rausgenommen. Diese hier. Kann man jetzt nicht so sehen. So sieht sie jetzt aus, also wunderschön, kräftig grün. Und hier kann man tatsächlich auch schon beobachten, dass also eine Wurzel hier am Topfrand angekommen ist. Also hat das wunderbar funktioniert. Ja nur, aber hier geht es jetzt darum, die Pflanzen zu halten. Ich möchte jetzt nicht alles in Töpfe pflanzen, weil ich habe hier nur auch nicht so viel Platz, dass ich sagen kann, ich ziehe mir lauter Pflanzen heran. Was wir aber machen können, jetzt schon mal, hier ist der Fall bei den Feigen, dass der untere Teil also tatsächlich hier abgefault ist. Und damit das nicht das Wasser belastet, werden wir das auf jeden Fall jetzt schon mal zurückschneiden und dann kommen die Pflanzen gleich auch in einen sauberen neuen Behälter. Und ja, man sieht also, das ist braun, nicht wahr? Doch, das kann man sehen. So, schneiden wir ein Stück ab, da ist es wieder grün, siehst du? So, ja, und wie gesagt, ich mache das gleich alleine, denn wie das geht, haben wir ja nun schon gesehen, damit wir dann halt diese Stecklinge jetzt über den Winter im Haus, im Wasser kultivieren, also auch mit Nährstoffen versorgen und dann dementsprechend wachsen lassen, um sie dann im Frühjahr gegebenenfalls einzupflanzen oder dementsprechend dann auch zu verschenken oder weißt du Bescheid. So, weit mit diesen Feigenstecklingen. Wir gucken uns mal die Feigen an, wie die sich jetzt entwickelt haben hier im Haus. Wir haben ja vor kurzem einen hereingeholt, um ihn drin zu überwintern. Wir haben im letzten Jahr schon gesehen, dass sie also auch im Haus als Zimmerpflanze wunderbar wachsen. Und wir hatten, ich hole den mal eben dran hier, hatten den ja zurückgeschnitten und dann hier ins Haus gestellt und er ist also mächtig gewachsen, hat ein kräftiges Grün, bekommt jetzt etwas Zusatzbeleuchtung, die wachsen aber auch ganz normal am hellen Fenster, haben wir letztes Jahr auch gehabt. Er hat jetzt hier im unteren Bereich zwei Blätter verloren, die wurden gelb, das lag daran, weil er hier im unteren Bereich zu wenig Licht bekommen hat. Er stand also unten auf dem Boden und so ein bisschen Licht bekam er von oben halt ab und im unteren Bereich sind hier halt zwei Blätter gelb geworden und dann abgefallen wegen Lichtmangel. Ja, so kann das dann auch gehen. Die werden wir natürlich weiter hier im Haus behalten, ganz klarer Fall. Und dann schauen wir uns jetzt mal gemeinsam die Stecklinge an, die wir gemacht haben. Ja, auch das ist sehr interessant. Einer steht hier im Wasser. Ich habe noch einen zweiten, der steht auch noch im Wasser. Die lasse ich auch noch hier drin stehen. Man könnte sie natürlich einpflanzen. Das haben wir mit dem hier schon gemacht. Aber nun ja, ich möchte jetzt nicht 100 Feigen hier im Haus stehen haben. Das war ja einfach nur, um zu gucken, ob man sie tatsächlich durch Stecklinge so vermehren kann. Wir haben gesehen, es funktioniert. Ja, das gucken wir uns mal an und dann werden wir gleich gemeinsam. Hier haben wir jetzt die Feige, die wir damals eingepflanzt haben gemeinsam. Sie hat ein gelbes Blatt bekommen anfangs hier. Das ist immer noch etwas gelblich, aber der Neuaustrieb, wie erwartet, ist dann dementsprechend jetzt grün geworden. Das Ganze ist hier in aufgedüngter Kokoserde gepflanzt worden. Am 18.09. haben wir den Steckling abgeschnitten und am 12.11. haben wir ihn hier in den Topf gemeinsam eingepflanzt. Und man sieht, also Wurzelwachstum ist wunderschön. Ja, und den lassen wir einfach noch hier drin. Nicht wahr? Just for fun. Ich nehme ihn jetzt einmal kurz raus, um mal zu gucken, was wir jetzt an EC-Wert noch drin haben, damit ich das nicht vergesse. Wir haben jetzt noch knapp 150 Mikrosiemens. Ich bin es dann aktuell jetzt nochmal. Heute ist der 16.01.2018. Momentan befinden sich die Feigen
in einer ja, Ruhephase, also es ist kein Wachstum zu verzeichnen im Moment. Also ich denke mal, die werden jetzt, ich denke mal, einen Monat, zwei Monate ein bisschen in die Ruhe gehen und dann dementsprechend wieder anfangen zu wachsen. Aber sie haben sowieso jetzt ein nicht ausgeglichenes Verhältnis von Frühling, Winter und Sommer und Herbst und hast du nicht gesehen. Und von daher sind sie ein bisschen durcheinander, aber ist nicht so schlimm. Sie wachsen hier im Haus, sind schön grün und von daher ist es also tatsächlich möglich, sie warm zu überwintern. Dementsprechend kann man sie dann im Frühjahr, wenn er draußen stellen man möchte, dann kann es allerdings sein, dass sie zu der Zeit dann die Blätter fallen. Das ist dann aber nicht ganz so tragisch. Sie gehen nicht kaputt, sie werden dann wieder austreiben. Nun ja, der ganze Rhythmus ist dann halt ein bisschen gestört, aber man kann sie auch ganzjährig tatsächlich im Haus halten, wenn man das möchte. Und man kann sie auch zu jeder Zeit dementsprechend dann wieder zurückschneiden, damit sie dann weiter wachsen wieder und man sie wieder zurückschneidet und sie wieder weiter wachsen und man sie wieder zurückschneidet. Nun ja, zumindest dann, wenn man einen Bonsai draus machen möchte. Oder auch ansonsten, wenn man sie dementsprechend klein halten möchte. Lässt man sie einfach wachsen, so wie jetzt hier. Und dementsprechend werden sie wieder zurückgeschnitten, wenn sie zu groß werden und treiben dann wieder aus und so weiter. So, denke mal, das reicht dann jetzt auch zusammenfassend erstmal. Auf jeden Fall war das ein interessantes Projekt. Und von daher, naja, mal sehen, wie es mit den Feigen dann im Haus weitergeht. So, bis denn. Ciao, ciao. Ja, mein Gott. Feigen im Haus, was das nicht alles gibt, mein lieber Mann. Und nicht vergessen, ich glaube, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Ja, Bonsai. Ficus carica als Bonsai. Carica. Nicht Carnica, Carica. Ja, also das wird mit Sicherheit noch spannend, vor allen Dingen, wenn wir den später hier herausholen. Ich habe jetzt lange Zeit nicht mehr rausgeholt. Ja, doch, das sieht alles okay aus. Tja, mal sehen, wie es damit weitergeht. Ficus carica.